NPBL, Spieltag 2. Der Kampf gegen Belly steht an und das wird hart, weil Belly ist ein verdammt guter Gegner und man muss auch wirklich sagen, dass die Kämpfe gegen ihn auch nicht immer eindeutig waren. Also da gibt es viele Niederlagen auf meiner Seite, aber auch auf seiner Seite. Deswegen glaube ich, wird das sehr spannend. Ich zeige euch erstmal das Team, was ich vorbereitet habe und dann geht's in den Kampf. Genau, mein Team kennen wir natürlich schon, das werde ich jetzt erstmal direkt überskippen. Aber was hat Belly in seinem Team? Belly hat tatsächlich Tornadus T. Also er war der, der mit Tornadus T weggesniped hat. Dementsprechend muss ich ihn hier natürlich defeaten, da gibt es keine andere Option. Das ist, ja, es ist halt leider so. Er hat Zumere, das ist sehr interessant, weil starke Fee, die andere Wasserfee, oh, es gibt drei Wasserfeen, es gibt auch noch Tabufini. Eine andere Wasserfee, ich habe hier Primarena. Dann Relaxo, der ist natürlich sehr, sehr stark defensiv. Finde es auch cool, dass immer wieder wer pickt, aber ganz ehrlich, Relaxo ist ein wahnsinnig starkes Pokémon, sehr gefährlich und kann speziell auch super viel tanken, also dementsprechend, ja, muss man aufpassen. Rotom Heat hat man gesehen im ersten Kampf, dass er wirklich sehr gut sein kann. Alola Volona beginnt dann auch seinen Hellcore, das ist natürlich sehr krass mit Aurora Schleier im T3 auch ziemlich, ziemlich gut. Rabigato und Metagross sind zwei sehr, sehr gute Rocksetter. Genauso wie Selfe dann dabei, also das sind glaube ich ein paar gute Utility Picks, auch wenn Rabigato und Metagross offensiv ziemlich, ziemlich stark sein können, das darf man nicht vergessen. Und dann kommt Lecryodon, was super billig war, T4 Hail, boah, also der ist wahnsinnig billig und super, super stark, also da muss man sich wirklich vor in Acht nehmen, also ich habe ein bisschen Angst. Und dann hat er Quappo und Bluebella. Ja, die sind ganz cool. Quappo, glaube ich, vermutlich das bessere Mon, was am likelysten nur mitkommt. Bluebella weiß man nicht, aber das wäre dann so sein Team. Ja, was habe ich mir jetzt vorgestellt, was ich gegen ihn mitnehmen möchte? Ich brauche ein Switching gegen Tornadus T. Deswegen haben wir hier ein spezialdefensives Jiri. Das checkt auch ein paar andere Pokémon, wie zum Beispiel Alola Volnona und sowas. Und hat tatsächlich auch wieder den Wunschtraum, wie das letzte Mal. Wir haben Wunschtraum Protect, brauchen nicht so viel Speed. Tatsächlich haben wir eine kleine Strategie. Wir haben ja den Eisenschädel, ganz klar, und wir haben das Toxin. Die Idee ist ein bisschen, dass, oh gut, Eisenschädel kann natürlich flinchen und so weiter, und sowas wie Galaxie, wie Bizo, das vielleicht toxisch so, ich meine, der kann Immunität haben, aber vielleicht will er es nicht haben wegen meinem Timo Werner hier, jemand hat gesagt, ich soll es nennen, also wieso nicht, genau, und dementsprechend, deswegen toxic, weil ich kann toxic und dann ein bisschen flinchen, na nein, vielleicht, das ist vielleicht so eine Idee, um manche Mons zu defeaten, Jiri kann nochmal einen Hit von Rotom Heat zum Beispiel nehmen gegen Mission, also eigentlich ziemlich gut, und supportet das Team, glaube ich, auch ziemlich gut. Dann haben wir Primarina, das war sehr, sehr lange ein Spec-Set, hat Speed für, ich glaube, ein hartes Azumarill. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Speed haben, ich möchte nicht, dass mich Monstern so einfach outspeeden. Ich habe Mondgewalt, Hydropumpe, ich habe das Siedewasser, da war lange auch ein Energieball, weil ich vermutlich schneller bin als Azumarill. Aber ich zeige noch mal ganz kurz Bellys Team. Siedewasser sieht auch so gut aus, er hat halt nichts, was unbedingt wirklich direkt reinkommen möchte. Das habe ich im ersten Kampf gegen Mightywar schon gesehen. Dass er da wirklich nichts in Siedewasser wechseln möchte, also ist vielleicht der Siedewasser mit der Burn-Chance vielleicht ziemlich cool. Und dann flippt er für Momentum, weil warum nicht? Und tatsächlich die Offensivfeste statt dem Specs, einfach damit ich nochmal ein bisschen besser gegen Torn dastehe. Weil Jiri wird auch durch ein +2 Heatwave auch schon weggehauen. Also dementsprechend, das ist schon gefährlich. Deswegen hier die Offensivfeste, um noch nicht komplett dagegen schlecht dazustehen. Dann nochmal hier das gute Timo Werner, weil er den Pyroball gemisst hat. Genau, der ist tatsächlich mit einem Warschall ausgestattet. Warum? Er hat natürlich den Hagel, aber Timo Werner Cinerace ist schneller einfach mit dem Warschall. Und ist auch schneller als ein +2 frohes Metagross, wenn es zum Beispiel ein Agilitätsset fährt. Und das fand ich ziemlich wichtig, diese Revenge-Kill-Option zu haben. Deswegen haben wir das hier auch dabei und Pyroball ist auch nicht so schlecht. Wenn es dann schlecht sein sollte, haben wir noch die Kehrtwende. Wir haben Gangshot, falls wir hier das Azumarill treffen wollen. Und halt Jump Kick für das Metagross. Ja, auch, aber nicht wirklich. Für das Relaxo, damit wir das auch treffen können. Ja, Speed natürlich für das Metagross, habe ich eben erwähnt. Max Attack und dann der Rest in Bulk. Das ist zumindest die Idee. Dann haben wir Kummo, der Favorit vom ersten Spieltag. Und es ist wieder ein Rocks Offensive Set. Wir spielen tatsächlich Rocks CD. Ups, da klingelt ein Alarm. Rocks Dragon Dance. Ja, Rocks muss ich irgendwo drauf fitten. Und dann Dragon Dance ist ziemlich cool, weil ich bin schneller als alles, wenn er nicht Hail fährt. Nach dem Drachentanz. Und tatsächlich, Nahkampf und Donnerschlag trifft alles ziemlich gut. Das Einzige, was er wirklich das gut tanken kann, ist Selfe. Aber Selfe wird schnell down gechippt. Und die Hoffnung ist halt, ich chip vielleicht Selfe down. Dann kriegt man Drachentanz, weil ich irgendwas raus, force so Relaxe und dann vielleicht gewinne ich, weiß ich nicht, mal gucken. Also Kummo muss nicht gewinnen, aber die Möglichkeit zu haben ist ganz cool mit dem Moveshot, also das ist nice. Ansonsten soll es Rotom Heat auf jeden Fall checken. Wir haben auch Soundproof, weil Rotom Heat hat das Arming Voice, das ist vierfach effektiv ansonsten. Ist nicht der stärkste Move, aber du willst nicht davon getroffen werden, deswegen ist Soundproof. Bulletproof und so Overcoot wäre natürlich nice wegen Hagel, aber gut, deswegen aber die Überrisse, um das zumindest ein bisschen zu kompensieren.
Speed ist für Max Speed Metagross. Der Rest in den Attack. Also, ich meine, Adam mit Close Combat sollte auch viel Schaden machen. Also, das ist nicht so schlecht. Ja, dann haben wir Crobat. Der ist halt so ein bisschen, um die physischen Monster nochmal zu tanken. Auch so ein Abschlag von Crocodile oder sowas. Und auch mein Auflocken-Nutzer. Ich habe ja keine Boots auf sowas wie Cinderace, deswegen sollte das sogar relevant sein. Ruhrt ganz klar, Brave oder ganz klar und Kehrtwinde, weil ich habe ein paar Matchups, die sind nicht so nice. Sagen wir mal Metagross oder sowas, da will ich raus Kehrtwinden. Und es ist auch ganz cool, dass X-Bar das schnellste Mon im Game ist. Ist halt schneller auch als Tornado DST und kann den auch mal checken. Also dementsprechend, X-Bar hat halt eine Support-Rolle, aber die sollte es auch ganz gut ausfüllen. Selbst wenn Vale liegt, habe ich ja Infiltrator. Das heißt, ich kann ja da durchgehen. Natürlich wäre natürlich auch Banded Crobat cool, aber hat immer noch Metagross. Das ist nicht so nice. Und dann haben wir tatsächlich Rotom Mow. Und hier, ja, das wird war ein bisschen lange offen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich mache. Aber dann wollte ich so ein bisschen Utility machen, was noch viel macht. Sowas wie Metagross war noch nervig. Und Rotom Mow hat ja auch den Will-O-Wisp und ich kann ein bisschen Speed reinmachen. Um vielleicht zumindest schneller als ein defensives Metagross zu sein. Ich bin schneller hier als ein frohes Azumarill gegrenzt, weil ich den auch noch ein bisschen checke. Azumarill ist auch ein bisschen scary. Bis man sieht, dass eigentlich alles schneller ist und. Na, da muss ich halt auch einen Move locken, was ein bisschen nervig ist. Aqua Jet habe ich halt ein paar Resists, die ihn halt auch hitten können. Also, ja, der ist scary, aber nicht so scary. Und ich schreibe runter, Mo lebt auch nach Rocks, eine Banded Player of was ganz Cooles. Und der lebt auch zwei Hurricanes, das ist das Investment hier. Ja, Speed habe ich gerade eben erklärt, HP ganz klar. Und dann Nummer 16, Special Tech, weil warum nicht? Wisp halt wegen Metagross und generell Burn zu spreaden ist auch nicht so bad. Leafstorm halt offensiver Move, Volt Switch ganz klar und Pain Split. Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sowas wie Galaxo reinkommen möchte und wenn ich dann meine HP zurück Pain Splitten könnte, wäre ganz cool. Rotom mit Recovery generell vielleicht nicht so bad. Und wir haben die Archiberry. Weil tatsächlich können wir von hier Lecryodon, die Arctosold, auch mal einen Hit leben. Weil warum nicht? Kann man machen. Ist nicht so normal, dass man das tun kann. Also übrigens, Arctosol ist scary. Aber ich kann nicht so viel machen. Ich kann es Revenge killen und der lebt einen Hit und der lebt einen Hit. Und was soll ich machen? So, der lebt auch bei Wayne Hit. Der kann auch eine Blizzard von Full nehmen, was auch ganz cool ist. Ja, aber was soll ich machen? So, viel mehr kann ich nicht machen. Also, da muss ich dann durch. Wenn der Hey bringt, dann bringt er Hey. Da kann ich nichts machen. So, ich habe halt auch keinen guten Switch. So, das Beste vielleicht noch Rizeros, aber dann kommt der Blizzard. Also, ja. Das ist es einfach so. Also T4, guys. T4, Arctosol ist da, wo er will. Ja, das ist dann das Team, was ich gegen ihn bringe. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Wir sehen uns dann gleich im Kampf. Ja, und damit sind wir dann im Kampf mit der Facecam. Hey, ich konnte nicht die Entfernung machen. Also man sieht mein Background. Geht wohl nicht. Jo, wir starten. Let's go gegen Belmont Gabriel LP. Und er hat, ich sehe das erste Mon nicht perfekt. Facecam hat schon mal super funktioniert. Perfekt. Mache ich sofort wieder an. Er hat Tornadus T dabei. Er hat Yuxi. Oh Gott. Okay. Ich muss mich wieder konzentrieren. Okay, Bene. Bekomme es in den Kopf. Du bist im Kampf. So, er hat Polydorf dabei. Ja, Quappo. Quappo ist crazy. Obwohl, wir haben gegen Quappo gute Optionen. Generell Primarene sieht ziemlich gut aus. Weil Siedewasser natürlich auch ziemlich stark ist. Er hat Relaxo nicht dabei. Das heißt, der Pyroball könnte cool sein, obwohl er drei Fire Resistance. Naja. Como nach einem Drachenstart ist mega scary, hat auch keinen Hagel dabei. Das ist da eine Gefahr weniger. Jiri kann wieder fürs Taunt-Checken auf jeden Fall verwendet werden. Die Frage ist ein bisschen, was ist unser Lead? Rotom sieht tatsächlich ziemlich gut aus, weil er gegen alles eigentlich, bis auf Rotom Heat, ein gutes Matchup hat. Was überraschend ist. Guckt euch das an, Rotom hat gegen alles ein gutes Matchup fast. Gegen Selfie wäre vielleicht nicht so der beste Play, dann hier mit zu leaden, aber ist gegen Taunt oder so. Das Problem ist halt vielleicht ein bisschen Rotom, aber eigentlich ist Rotom trotzdem, glaube ich, ganz gut. Einfach weil wir halt, wie gesagt, viel haben, rausfallen, wechseln oder sowas gegen so wie Rotom Rocks kriegen. Das wäre, glaube ich, fein, deswegen machen wir das. Ich mache die Facecam wieder ran. Hey, und es geht los. Und perfekt, wie das schon geklappt hat, natürlich eben. Wenn der mit Metagross geht, weiß ich nicht, ob er vielleicht nicht direkt Rotom Heat auf meinem Rotom geht. Da muss man mal gucken, aber oh Gott, ich muss es für mich auf jeden Fall mal leise machen. Das Game ist ein bisschen laut. Okay, Bene gegen Lily. Let's go. Hey, okay, ich bin mal sehr gespannt. Und das ist übrigens der Block, den wollte ich das letzte Mal schon zeigen. Amazing, right? Okay, cool. Ja, mal gucken. Maki. Maki ist sein Rotom Heat. Okay. Zugeben, das schlimmste Matchup, was hätte passieren können. Aber wir haben Combo und kriegen eventuell Rocks. Also dementsprechend nicht so schlimm, ja. Das mit Facecam sehe ich hier, ist alles ein bisschen schwierig. Das Problem ist halt, du weißt nicht, wo du die Facecam hinpacken willst. Wenn du unten rechts bist, verdeckst du so ein bisschen
die Moves, hier verdeckst du Mons. Muss ich vielleicht ein bisschen rumprobieren. Erstmal lebe ich hier oben links. Hallo, hier lebe ich. Wir gehen auf jeden Fall Komo. Das ist der DLC des Switchen und er checkt alles andere ganz gut. Er könnte halt jetzt Volt switchen, in Azumarill gehen, Playoff drücken und sowas und halt Stress machen oder Torn gehen. So, kann ihn nicht verhindern. Muss ich durch. Rotom Heat, größter Fett sowieso. Aber was wir machen können, ist mal den Cake anwerfen und mal gucken, was das für ein Rotom überhaupt ist, je nachdem, was er drückt. Drückt Wisp. Was nervig ist, weil wir können das nicht mehr wegkriegen. Also Wisp ist tatsächlich vermutlich schon das Schlimmste, was passieren kann gegen unser Komo. Wir haben Lefties, das heißt nicht so schlimm, aber das heißt, unsere Setup-Möglichkeiten sind auf jeden Fall ordentlich reduziert. Aber da wir keinen besseren Switcher haben, ist das eh fair, dass wir halt jetzt hier gebühren werden. Das ist dann so, wir können die Rocks so rumzulegen. Das für ein Ding. Wir wissen, dass der Wisp-Part vermutlich Volt Switch Overheat und sowas. Lassen wir vielleicht Defog, dann würde er keinen Recovery haben. Das wäre sehr schön, weil Rotom wirklich ein Threat ist. Also muss man einfach sagen, der ist ein Threat. Aber Komo lebt zum Glück ein bisschen, denke ich mal. Und jetzt mit Rocks können wir zumindest ein bisschen Druck aufbauen. Aber er vermutlich irgendwie Defog wollen. Er wechselt aus, er wechselt in sein Kotori. Kotori ist sein Torn. Ja gut. Aber jetzt haben wir Rocks. Und das ist gut. Wir können jetzt in Rachi. Ja, wir müssen jetzt in Rachi gehen, oder? Ja, wir wussten, dass es kein leichtes Match wird. Das ist jetzt schon ein bisschen so, Ja, schon gar nicht mal so gut. Weil Advantage ist auf jeden Fall ja nicht bei uns. Das muss man sagen. Also er hat schon Kombo gewonnen, was ein sehr großer Threat sonst gewesen wäre. Obwohl er Jux sind so weiter dabei. Wer weiß, aber jetzt wäre mir klar, ich könnte jetzt auch U-Turn und dann halt in sowas wie Rotom gehen. Obwohl ich Rotom vermutlich einfach Toxiken werde, weil der muss gestartet werden. Da kommt kein. Ja, da kommt nichts dran vorbei. Und jetzt ehrlich finde ich, sieht Drudge auch nicht so schlecht aus, aber er kann jetzt auch einfach knocken und so. Ne? Also muss man mal schauen, was er jetzt hier macht. Er drückt. Jutin, ja, okay, gut. Ja gut, aber ich würde tatsächlich jetzt einfach mal Rotom toxiken. Also ich finde, das ist schon der Play, weil der ist zu scary ansonsten. Ein Toxic auf dem zu kriegen ist nice. Wenn er Wisp, denke ich eher, dass er defensive ist. Und ich glaube sogar ein Scarf oder sowas kann mich nicht ausknocken mit einer Overheat. Dementsprechend ist das schon der Play. Wir können danach sogar wieder wishen, also das ist alles kein Ding, ja, wenn er komplett offensive ist oder sowas, killt er mich nicht. Das heißt, wir toxiken ihn jetzt hier. Rotom, der, Jiri, der Rotom Heat Counter, ne, wer kennt's? Defog, ja, gut, das ist gut. Defog, das heißt, es ist ein getoxiktes Rotom. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Das letzte Mal hatte er tatsächlich, und Dead Boots. Das letzte Mal hatte er tatsächlich, wie heißt es? Er hatte, Yuximi Heal Bell dabei, aber was diesmal dabei, weiß ich natürlich nicht. Da muss man gucken. Aber immerhin ist der Status da drauf. Gut, er hat Wisp, Defog, Overheat, Volt Switch, denke ich mal. Das ist ganz klar. Er könnte mich jetzt hier versuchen zu burnen. Die Frage ist halt ein bisschen, was ist mir wichtiger. Ich könnte jetzt in Combo gehen. Wenn der Volt Switch habe ich ja mal ein Problem. Auf dem Volt Switch zu wischen wäre ganz cool, weil dann kann ich was frei reinbekommen. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich möchte hier vielleicht nicht geburnt haben. Ich kann nur einmal protecten. Ich schätze, Protect ist sogar gar nicht mal so schlecht, weil er würde nicht hart rauswechseln, glaube ich, genau. Und einmal halt ein bisschen Toxic Damage mehr auf ihn zu bekommen, ist eh worth it, deswegen glaube ich, ist Protect der Player und er drückt V-Switch. Okay, gut. Und theoretisch ist hier mein Play Wish drin. Ich meine, es ist halt schwierig, ne? Aber das Ding ist, wenn er Wisp, kriegt er nochmal Toxic Damage und Rotom ist der größte Threat. Also, wenn er drin bleibt, dann kriegt er Toxic Damage, dann nehme ich das. Und dann kann ich am Switch halt vielleicht wieder toxicen. Ja, ich drücke Wish. Ist ein bisschen schwierig, aber ich drücke das. Okay, Volt Switch, das ist gut. Das ist gut. Wir kriegen den Free Wish raus. 404 minus 331. Das ergibt, sagt mir Google 73. Und das ist. Was ist das für ein Schaden? Das ist. Oh, kann Max Versteck tatsächlich sein? Er hat ein bisschen Special Tech tatsächlich. Okay, okay. Okay, schreiben wir mal bisschen. Special Attack auf und er geht den Metacross, genau, ja. Dafür haben wir aber Rotom und er kann den burnen. Und jetzt hat er auch keinen so guten Switch mehr in Rotom, weil sein Rotom halt auf einem Timer ist. Das heißt, let's go, wir gehen back into Rotom. Freue ich mich doch, dass er da ist. Ich meine, er hat seine Waters, das heißt, wir müssen natürlich aufpassen. Aber gut, Rotom muss zumindest jetzt nicht das Eismann checken und Rotom ist halt der beste Checker gegen Metacross, weil er es halt den Burn hat. Dementsprechend gehen wir da jetzt auch rein. Zum Glück, oh, da wird raus. Okay. Nozomi. Okay, Yuxi. Was hat er erwartet? Ja, gut, nehme ich. Der wird halt jetzt faster sein. Vielleicht. Wir haben nicht so viel Speed. Dann drücke ich mal Volt Switch. Es kann sein, dass er jetzt einfach die Rocks von seiner Seite holt. Könnten die natürlich auch burnen. Ich möchte natürlich eher getoxikt haben.
Wohlstatus generell auf Yuxigu, das burnen wir den einfach mal. Burnen wir den einfach mal, wieso nicht? Er drückt Rocks. Ja gut, die können wir direkt haben wir auf dem Defog? Ja, dem Defog, ja. Dann können wir direkt defoggen. Und wir kriegen den Burn. Das ist doch... Also ich möchte halt irgendeinen Chip auf dem haben, ne? Der soll einfach Down-Chip werden. Der soll nicht for free mal drin bleiben. Toxic auf dem finde ich nicht so likely. Und Iron Head funktioniert gegen Burn genauso wie das andere, weil er einen Constant Chip bekommt. Wir haben keinen Defog auf dem. Ich habe es vergessen. Wir können jetzt aber einfach Volt-Switchen und dann defoggen. Okay, dann machen wir das einfach. Weil er hat auch keinen so nice Volt-Switch-Switch. Er hat Hebel. Er hat Hebel, okay. Okay, okay, das heißt... Ja, das heißt ja vom Psychic U-Turn oder sowas wie beim letzten Mal. Okay, das heißt, das ist, der wird ein bisschen länger leben als gewollt. Was nervig ist, aber was soll ich machen? Jiri weiß ja, dass er jetzt in Metagross gehen kann. Also ich will in Crobat gehen und defoggen. Das gefällt mir aber nicht, das ist die ganze Situation. Ja, das E-Bild hat, ist schon nervig. Bei Psychic macht auch ein bisschen was, ne? Und dann ist er schon low hier. Ist mir nicht gefallen. Ich meine, Jiri ist schon der Play irgendwo. Das Problem ist halt die Rocks. Und ihr kriegt dann einfach einen Free-Switch in was. Was halt Meter aus sein wird. Ich meine, wir könnten in Rotom gehen danach wieder. Und mit dem Wish ist das alles nicht so ganz dramatisch. Aber es ist einfach nicht so nice. Und der könnte jetzt auch in Rotom. Obwohl, ja. Hm. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Schwierig. Ich glaube, Jiri ist schon der Play. Jiri zumindest gegen Yux. Ist es halt schwierig, ne? Was mache ich hier? Crobat gefällt mir einfach nicht wirklich. Weil Crobat ist halt direkt einfach gegen Psychic doof und so. Das ist alles irgendwie, hm. Ja, Hebel gibt ein bisschen den Advantage, den ich vielleicht ein bisschen hatte zurück. Das ist nicht so schön. Können jetzt natürlich Toxic wieder sagen, aber ich glaube, er gibt Metagross. Deswegen hole ich einen Wish raus. Damit machen wir auf jeden Fall nicht viel verkehrt, würde ich sagen. Er hat die U-Turn, das heißt Rocks, Hebel, U-Turn, Psychic. Also Last Move vom Psychic haben wir nicht gesehen, aber es ist sehr likely, dass es der Psychic ist. Und er ist vermutlich Helmet. Ich glaube, wir haben keine Lefties gesehen, was tatsächlich gut ist. Das nehmen wir tatsächlich mit. Und er geht Metagross, ja. Das heißt, wir können aber wieder in unser Rotom gehen. Die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen, was machen wir? Ja, wie die Frage ist, was machen wir? Wir gehen in Rotom, habe ich gesagt. Das Ding ist halt, er müsste jetzt im Rotom von sich selber eigentlich doublen. Hm. Ja, es ist nicht so schön gerade, aber das... Was willst du machen? Hm. Ich frage mich, wie wir den Defog bekommen, das könnte sehr schwierig sein. Defog auf Rotom wäre jetzt tatsächlich besser, wir haben leider den Light-Tyler. Er kann jetzt ziemlich gut doublen, muss man auch sagen. Er könnte jetzt einfach einen Double wagen. Wenn er jetzt aber vor uns wechselt, hat er tatsächlich nicht Max Speed, was gut zu wissen ist. Und er drückt Zen Kopfstoß. Okay, ich bin tatsächlich gespannt, was das für ein Damage ist. Okay, wir sind wieder voll natürlich. Das sieht mir nach. Das ist ein Crobat, das ist kein Rotom im Kalk. Einfach nur ein Regular Max Attack aus. Okay, Zen. Ich glaube, unser Play ist jetzt schon, weil er ehrlich gesehen hat, dass wir Volt switchen. Ja, und das, da können wir nichts finden. Er geht halt in seinen Rotom wieder. Okay, er drückt wieder Zen. Okay, entweder er hat Speed oder er ist einfach... Ja, keine Ahnung. Hat er Speed? Volt Switch machen. Ja gut, er wird vermutlich Speed haben. Ne? Adamant Max Speed oder sowas. Scheint mir einfach Adamant Damage zu sein. Mit ein bisschen Speed auf jeden Fall schneller als Rotom. Okay. Jetzt wäre Whisper natürlich amazing gewesen, weil den zu Burma natürlich super. Drückt er halt die ganze Zeit Zen, ne? Wir haben nicht so gut was gegen den. Das Beste, was wir machen können, wäre natürlich der hier, aber Rocks liegen, ne? Ah, wie ich sage, sieht nicht so, so perfekt hier aus, alles. Ist der Scarf? Vielleicht. Ich kannte Jiri gehen, weil ich ab ein bisschen den Fred für ihn. Also ich auch im EQ und Rotom gehe. Und vielleicht ist er ja Scarf. Vielleicht ist er ja Scarf. Ich hole einen Wish raus, ne? Maybe. Maybe ist er Scarf. Und in EQ leben wir. Also EQ macht Max 284. Das ist mit dem Wish plus Protect. Macht da zwar Damage, aber halt kein Kill.
Und ich könnte scouten, ob er Scarf ist, weil ansonsten, er hat Ground Courage, okay. Okay, Metagross ist einfach scary. Gut, lernen wir. Wir können vielleicht gegen ihn wishen. Maybe. Vielleicht. Ja, ganz vielleicht. Also wir müssen jetzt eh protecten, ne? Okay, Metagross einfach gefährliches Pokémon lernen wir. Mal wieder. Boah, hätten wir geburnt. Ich meine, Burn ist halt so, ja, wir haben halt ein bisschen Schadenmann bekommen. Ist halt schwierig, ne? Ja, der ist jetzt einfach scary. Da kann man nichts machen. Das ist halt wirklich so. Der könnte auch die Ockerberry haben für Cinderace. Ja, alles ein bisschen nervig. Okay, er wechselt aber aus. Das ist schön, weil ich möchte nicht gegen den 1v1 drin bleiben. Er geht in Rotom, ja. Den bekommen wir auch so schlecht angechippt. Oh, das sieht nicht so gut aus vom Matchup her. Er kann halt, er hat halt Antworten auf alles, ne? Ich mache selber Progress, mein Team ist zu langsam, um viel zu machen. Ach, Rocks wegzukriegen wäre auch nice. Und ich kann jetzt halt einfach burnen, ne? Ich krieg zwar Toxic, aber dann geht der wie Juxi in Heal Belt an sich, ne? Wo, wenn ich Juxi auf dem Switch out Toxic und dann mit Iron Head in Flinch, dass er nicht Heal Belt kann? Maybe. Ja, dass der geburnt ist auch nicht so nice, weil Damage mit ihm zu drücken, wenn er ist, er hat aber Juxi. Ich muss die Strategie umdenken, ne? Das kann so nicht weitergehen. Okay. Der ist klar, kein Switching hier. Crobat, eigentlich schon, eigentlich Toxic wieder, ne? Und dann hoffen und wishen und... Ich meine, was soll ich machen? Es ist Toxic wieder. Vielleicht misst er ja. Okay. Burn Rachi, ja, das ist schlecht. Wir haben Lefties, das heißt nicht so schlimm, aber ja. Oh. Ja gut, das, Toxic hat ihn immer rausgeforst, jetzt, ja, okay. Okay, ja gut, das, das ist nicht so gut, sagt man. Wish auf Miss. Wish auf Metagross switchen. Irgendwas? Ja, Wish auf Metagross switchen. Ich meine, I guess, wir können wieder Rotom und dann wieder ein Whisperer. Ah, dass der nicht getoxic ist, ist auch... Ich meine, Hebel, ne? Hebel Juxi ist halt sowieso... Ja, wir machen keinen Progress. Wir machen überhaupt keinen Progress. Wir machen gar nichts gerade. Und er hat zwei meiner Mods geburnt, die ich nicht mehr wegkriege. Ey, geh in Kotori. Geh in seinen Torn. Also das Ding ist, er will jetzt knocken. Und ich kann ihm keinen Knock erlauben. Also Rachi ist schon low sowieso, ne? Aber ich kann ihm nicht erlauben, dass er den jetzt hier noch knockt. Dann ist einfach over, weil Toxic hilft halt nicht. Ah, das ist so nämlich, dass Toxic nicht hilft, ne? Ja, beste Player wäre Crobat, aber Crobat möchte auch nicht genockt werden, ne? Ich könnte mein X-Bad versuchen, gegen Juxi zu sacken oder sowas, ja. Ich glaube, ich muss ein Ding in vielleicht schon auflockern drücken oder sowas. Aber das Beste hoffen. Zumindest die Rocks wegkriegen. Ja, das sieht schlecht aus. Wenn wir Metagross aber wegkriegen, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, tatsächlich mit Mülltreffer was zu machen. Aber es ist schwierig. Vielleicht irgendwie Primarine kann Dinge tun, aber schnelles Metagross ist da auch ein Problem. Ja. Ja, das sieht einfach nicht gut aus. Was soll ich sagen? Wenn wir Toxic nichts passiert. Ja, wir gehen in X-Bad. Ja, ihr seht ein bisschen, das Matchup ist, ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie das Matchup spielen soll. Er hat halt für alles eine Antwort und das ist halt einfach ein Ding. Da kann ich halt nichts machen. Okay, er wechselt aus und macht. Das Problem ist, der Büsch geht jetzt in dem auf und er, okay. Okay. Krass, Eugene habe ich nicht erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Ich dachte, er knockt einfach, weil Nox so freeze, aber jetzt hat er natürlich auch einen guten Advantage, weil er einfach einen Monarch schicken kann, was der hier ist, was aber auch okay ist. Ja, wir haben gesehen, da ist Boots, aber das hilft uns nicht. Hätten wir jetzt halt immerhin irgendwas Nices wie ein Toxic, wäre das halt... Ja, aber... Gut, das willst du machen. Ich meine, wir können jetzt immer defoggen und müssen versuchen, eine Rocks zu preventen oder sowas. Aber ja, also das sieht nicht gut aus. Mama, keinen Blödsinn, das sieht aber nicht gut aus. So, da, wir können hier nichts machen. Also bisher zumindest. Das Einzige, was wir irgendwie hoffen können, ist Juxi low chippen, Metagross weg. So, das sind die zwei Dinge, die auf jeden Fall wichtig sein sollen. Ich versuche mal zu defoggen. Vielleicht müssen wir... Weil wir auch eine Toxic gemisst, das wäre ja guess fair. Das Ding ist, ich kann Cinderace auch nicht reinholen aktuell. Ja, ist halt schwierig. Er drückt Volt Switch. Okay, das heißt, wir tanken das auch immer und haben die Rocks zumindest weg. Ne, ich meine, er kann jetzt in Juxi gehen.
Aber vielleicht können wir mit Brave Bird plus dann wieder Defog, weil der ist zumindest nicht so wichtig. Vielleicht können wir damit zumindest das Yuxi ein bisschen anchippen und dann halt mit ja, Brave Bird plus Dings den zumindest low gehen lassen und Rocks preventen. Ich meine, das ist vielleicht das Ding, einfach Rocks preventen, den ja anchippen. Vielleicht ist das das, was wir machen müssen, aber ganz ehrlich, ist schwierig. Ich meine, der ist auch nochmal kein auf dem Switchen und irgendwas, was halt was im Cinerace hängt. Also das ist vielleicht auch ganz gut, den anzuchippen. Ja, macht nicht viel natürlich. Klar, halt auch Beulen nehmen. Ja, war zu erwarten. Du gehst natürlich auflockern gegen den, zumindest ein bisschen angechippt. Ah gut, nevermind, genau, der died. Ja. Aber ja, also, wie gesagt, es sieht nicht gut aus. Es sieht aber nicht gut aus. Wir haben jetzt immer einen Switchen. Wir können jetzt in Premier Reader gehen. Alles andere ist halt nicht der Play. Und kriegen zumindest jetzt mal ein bisschen Damage. Wir haben jetzt ein bisschen offensives Momentum. Und das sollten wir nutzen. Mit Dream Arena so viel machen wie möglich. Und vielleicht mit Cinderace Clean ist halt so die einzige Win Condition, die wir irgendwie haben. Dafür müssen aber die Rocks weg sein. Also dementsprechend war das ja auch schon der Play. Wir könnten Hydro Pump drücken. Hydro Pump könnte tatsächlich hier schon ausnocken. Und natürlich sieht er was auch parallel eine Möglichkeit. Auf dem Switch-Out, wenn wir halt einen Move haben wollen, der immer hittet. Ich glaube, wenn aber Rocks hicken, möchte ich schon den Kill versuchen mitzunehmen, weil der halt sonst noch nervig sein könnte. Er drückt Rocks. Hoffentlich nehmen wir jetzt den Kill mit, indem wir die Hydro Pump connecten. Das wäre jetzt amazing. Komm schon, Primarina. Bitte connecte einfach. Und? Ja, wir connecten und? Komm schon. Gone. Okay, das ist gut. Okay, keine Heal-Bell mehr. Das ist gut, weil Jiri hat immer noch einen Toxic. Der ist leider geburnt, ne? Aber der Heal-Bell ist weg. Und das ist wichtig. So, wir haben jetzt Primarina immer noch mit einem recht healthy Amount, wir haben die Assault West. Das heißt, Rotom kann mit Volt Switch auch nicht so viel machen. Er hat ein bisschen Probleme, hier was reinzuwechseln. Azumarill ist vermutlich sein bester Play. Play aufdrücken oder sowas. Da haben wir auch einen sehr tollen Switch in nichts. Das heißt, da werden wir auch einfach drin bleiben. Wir sollten vermutlich einen Hit tanken. Playoff killed einfach. Nevermind. Er kann aber auch denken, dass wir Energieball haben. Weiß ich nicht. Ja, wir müssen da attacken. Was soll ich machen? Wir haben da nichts. Wir haben da nichts. So. Da ist aber nichts. Da ist aber nichts. Aber Azumarill Downshippen ist eh wichtig, weil er ist scary und so. Und das ist eine weitere Fire Resist. Das heißt, dann müsste nur noch Poryfag. Rocks sind halt leider immer auf unserer Seite. Das heißt, Cinderace und alles auf einem Timer. Kann man nichts machen gegen den Marki Rotom. Das ist gut, weil wir haben den Scald. Und vielleicht den. Ja, man drückt ja eh Volt Switch. Aber das ist gut, weil wir kriegen ja jetzt einfach den Scald raus. Deswegen haben wir Scald. Weil Scald halt nicht was ist, wo er was reinwechseln will. Und jetzt kriegen wir den Scald raus. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann drückt den Volt Switch, klar. Aber wir haben die Assault West, das heißt, wir sollten nicht allzu viel Schaden machen. Und tut er auch nicht. Und jetzt kriegen wir einen Scald. Und wenn er nach Azumarill geht, wenn wir jetzt den Burn kriegen würden, wäre das huge. Wäre das richtig huge. Er wird halt nicht ein Poryoff gehen. Das heißt, irgendwas nimmt jetzt halt wirklich einfach mal einen Scald. Und das ist gut. Wirklich. Also, das ist jetzt eine Situation, die wir nehmen. Das ist jetzt tatsächlich unser Comeback. Das ist das einzige Comeback, was wir kriegen können. Ich meine, da geht ein Taunt, aber den könnten wir burnen. Komm schon, komm schon. Wir haben einen Toxic gemisst, das heißt, ein Scald burnen können, komm. Ich weiß nicht, ob das äquivalent ist. Macht eine Menge Schaden und. Kein Burn. Ist egal, wir können immer noch Scalden und Burn. Ändert nichts. Komm schon, Primarina, komm schon. Komm schon, bitte. Also wir sollten vermutlich sogar noch Mon mitnehmen. Das heißt, wir sind dann im Monster wartet nicht so, weil er zwei Monster geburnt, aber Cinderace kann dann vielleicht irgendwann ein bisschen clean. Ich meine, das Ding ist halt mit Torn. Macht das tatsächlich gut, dass er halt hier keine Recovery kriegt. Vielleicht sogar Hurricane, du misst, das wäre natürlich perfekt, wenn er so, okay, wir drücken Damage drauf oder sowas. Müssen wir mal gucken. Er muss halt irgendwas reinbringen. Ne? Gucken wir mal, gucken wir mal. Also eigentlich, Newton ist vielleicht gar nicht mal so nice von ihm, weil das Ding ist halt scorebar, macht halt immer noch eine Menge. Und dann hat er halt eigentlich nur Free Damage auf Torn genommen. Also, ich sehe zumindest noch irgendwie ein Out. Wir spielen uns irgendwie noch ein bisschen zurück, obwohl es halt sehr schwierig aussah vorher. Aber Primarina bringt ja gerade das Game zurück und er misst, was amazing ist, weil das heißt, Torntine ist down. Crazy, 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 crazy. Das heißt, Primarina bringt mir. Torn ist weg, das ist crazy. Torn war scary. Okay, 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 okay. Jetzt ist alles slow. Alles ist slow. Das bringt mir nicht viel, aber alles ist. alles ist slow. Was heißt, alles ist slow? Trotzdem ist alles fast schneller als meine Mons. Er geht jetzt in Asu. Singsa Primarina ist gerade super stark. Wenn der Meteor geht, möchte ich den anchippen, weil dann können wir Gangchip mit Cinderace drücken. Und er muss hitten. Also das ist auch so ein Ding. Geht ein Rinachan. Rinachan ist sein Metagross. Ja, den müssen wir anhitten. Den müssen wir anhitten. Metagross, ja. Hab keine andere Wahl. Wir müssen anhitten. Ja, wir drücken jetzt einfach wieder Siedewasser. Ja, wir müssen anhitten. Komm schon, komm schon, komm schon. Donnerschlag. Okay, sollten wir aber nehmen. Primarina. Nehmen wir nicht. Ah. Oh. Das war für mich im Roll. Ja, gut, dann. Hupsi dupsi. Ja, gut. Boah, hätte mehr gelebt, hätten wir ihn sogar ausgenockt. Ich weiß nicht, ob das ein Roll war. Kann ich jetzt nicht sagen.
Haben wir. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Sind wir ehrlich. War vermutlich nicht. Das war mal ein Problem. Ich meine, Premier hat einen coolen Job gemacht und so. Ich meine, gestern hatten hier einen Rotom, aber es ist halt schwierig, die Plays hier jetzt zu machen da. Wenn wir in den Rotom gehen, geht er jetzt in sein eigenes Rotom. Wenn wir in den gehen, geht er in sein Polyrath und da können wir nicht viel machen. Rocks liegen, also dementsprechend alles ein bisschen. Ja. Vielleicht bleibt er drin und wird geburnt, wenn wir in Rotom gehen mit Metagross. Und dann died aber Rotom durch alles andere danach. Und dann verlieren wir durch Aquajet von Azumarill. Also ist das nicht der Play. Dann gehen wir den hier. Timo Werner. Let's go. Rocks Damage nehmen. Wuhu. Ich meine, wir können Pyroball drücken und das ist cool. I guess. Ja, wir nehmen mal Rocks, ne? Was willst du machen? Jetzt wäre in der Boots natürlich nice, weil wir schneller als alles sind. Ne? Was willst du machen? Kann er jetzt in Polyrath gehen? Kann er Defensive sein, Circle Throne und so? Drücken wir trotzdem Pyroball. Vielleicht bleibt er drin und denkt sich so, hey, wir haben die Ockerberry, weil er die Ockerberry hat. Ah ja, der Thunder Punch war schade. Gut, kann man nichts machen. Das heißt, er hat Zen, Earthquake, Thunder Punch, Bullet Punch oder sowas. Ja gut. Hab den Thunder Punch nicht erwartet, kann man nichts machen. Feuerball und? Wenn der nicht die Ockerberry hat, dann hat das hart gemeldet, weil dann können wir die ganze Zeit schon drücken. Ich meine, realistisch gesehen hat er die Ockerberry, wenn er so drin bleibt, ne? Mein Pyroball hätte burnen können und so, jetzt, ja, jetzt ist einfach over. Also, jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt können wir nichts mehr machen. Weil er geht jetzt halt in seinen Rotom. Na, vielleicht denkt er sich so, wir killen jetzt mit Zen und Mist und dann Early Leiteilig. Ich meine, er hat keinen Grund, jetzt nicht in Rotom zu gehen, aber wir können auch denken, wir bleiben einfach mal drin, weil Lull, Bene Predicament, Volt Switch. Kann sein. Kann wirklich sein. Nein, tut er nicht. Okay. Hat er die Ockerberry? Ja, keine Ahnung, ob er die Ockerberry hat. Wenn er es nicht hat, dann damn, war das unfortunate. Damn. Ja, gut. Was soll ich sagen? Was haben Playruff und Zenhepper zusammen? Die haben keine hundertprozentige Accuracy. Das heißt, wenn ich Drachentanz spamme. Wenn ich nicht gebürmen, wird es jetzt einfacher, ne? Aber. I guess, das ist mein Play? Ich meine, wir leben jetzt auch nicht mehr vom Metagross, das heißt, das Game ist eh over, aber wir können eh nichts mehr machen. I guess. I mean. Versuchen wir mal. Oh Gott, macht das viel Schaden. Ich meine, Hitzekoll haben wir schon mal nicht gedodged. Ich meine, wenn wir Crit mal. Geht Crit nicht durch, Burn? Frag mal für einen Freund. Sind burnt, aber sind nicht mehr burnt. Crit geht nicht durch, Burn. Tja, wisst ihr was? Wir gehen auf Drachentanz, gehen auf Dodge. Und dann Close Combaten wir. Ja, oder er geht dazu mal, gehen auf Dodge von der Playraft. Thunder Punchen. Scheiße, wieso ist Dodge mein Play? Und dann müssen wir Thunder Punch critten plus Normal hitten, um aus. Ja. Ja, läuft alles gut. Läuft alles super. Perfekt, würde ich sogar fast sagen. Ja, was soll man sagen? Ist halt ein Matchup, ne? Also, das Matchup hat mich komplett hops genommen. Hätte ich im Teambuilding was Besseres machen können, aber hier hätte ich jetzt nicht viele Optionen. Ich hätte vielleicht nochmal rausgehen können aus Primarena. Das ist aber auch schwierig, weil alles halt auch gechippt ist. Also, selbst wenn ich Rotom Rocks reinhole, dann verliere ich gegen Metagross. Also, ich muss auf was gehen. Vielleicht gehen wir die Paare oder sowas. Komm schon. Toxicard, du bist. Oh, meine Menge. Crit, perfekt. Und Miss. Miss, wie wir gesagt haben. So lucky. Hittet den Knuddler. Wer macht sowas? Ja, der Mock gekriegt. Ich kann nicht complain. Ja. Ja, der toxischen Miss ist aber auch halt Spieß. Nicht so, dass der groß gemeldet hat. Ja, keine Ahnung. Wie ich ja gesagt habe, doofes Matchup. Dann verliert man solche Games halt auch. Schade.
Aber das ist halt die Realität leider. Keine Ahnung, wir drücken jetzt nochmal Leitteile, weil Rotom reinkommt. Kriegen wir zumindest ein bisschen HP zurück. Wollen switchen auf dem Overheat Dodge, switchen auf dem Overheat, ein Leben den irgendwie protecten. I don't know, was wir sonst machen sollen. Mein Leitteil ist eh der beste Play, wir kriegen am meisten Damage, ne? Also, sowieso, ne? So. Ja, keine Ahnung, was ich also machen soll. So, was haben wir gesagt? Oh, wait, Dodge. Okay, cool. Hä, wer hittet denn den... ich mein... Nee, Metagross ist schneller. Wenn Metagross nicht schneller wäre, hätten wir noch eine Wincon. Die wäre Eisenschäle. Aber Metagross ist schneller. Mettert nicht. Können... Naja... Also, wie viele Erdbeben hat der realistisch gesehen? Oh nein. Ja. Der hat ja nur 16 Erdbeben, ne? Wir haben ein paar Wie viel macht Eisenshell überhaupt? Habe ich genug Eisenshell überhaupt, um ihn zu defeaten? Oder verliere ich jetzt einfach? Also, sind wir ehrlich, ich verliere das. Metagross wird mich defeaten. Also, das ist egal, was hier passiert. Der wird mich... Ja, komm. Nee. Ich könnte jetzt protecten und Iron Headen und protecten und Iron... also, nee. Wish protect. Und dann irgendwann ist der EQ weg. Also, sehe ich ja gar nicht. Und dann, cool, der macht aber Eisenschild immer noch 5 bis 6% Schaden. Sitzen wir noch morgen hier. Deswegen mache ich das nicht. Deswegen sacken wir ihn jetzt hier. Weil effektiv ist halt over. So, sind wir realistisch. Das tut weh. Weil, ja, das hat sich so angefühlt, jetzt könntest du da nichts gegen machen. Vielleicht war das Ding, dass man gegen den Haycore ein bisschen zu sehr gepreppt war. Fast Meteoros war ein guter Call. Ja, die Hebel war nervig, die konnte mich ja nicht preventen. Und da ich halt auf Status ein bisschen ausgelegt war, war es halt dann schwierig, generell Damage auszukriegen. Rotomid wusste ich, dass es ein Threat war. Da kann ich aber auch nicht viel gegen machen. Ich glaube, ich habe hier überhaupt eine Hebel oder sowas. Ich will gerade einfach gerade ein bisschen Review passieren lassen. Also, falls ihr euch fragt, was ist so, was wäre so ein Ding, was ich besser hätte machen können. Es hat sich einfach so angefühlt, als könnte ich gegen das Team hier nichts machen. Was ist denn so in meinem Kader, was ich so... Rotom war generell ein Problem, ne? Also da Srizoros ist das Einzige, was vielleicht noch was machen kann. Was ein Ding wäre vielleicht Special Granieras. Das kann aber Azumarill nicht hitten, deswegen war es halt schwierig, generell dann gutes Granieras zu fitten. Velobis war halt... Ja, ich kann da halt gegen Rotom nichts machen. Das ist, glaube ich, so einfach. Ich kann da halt gegen Rotom einfach nichts machen. Rotom defeated mein Squad. Rotom Heat, was amazing ist. Amazing, was, dass das passiert ist, aber... Weil alle meine Antworten, also Granieras und Rizoros werden entweder geburnt und das mögen die nicht. Und dann haben die halt nichts. Ich meine, beste wäre vermutlich Special Granieras gewesen. Aber Rotom ist einfach schneller als der, also. Ja, und dann. Keine Ahnung. Obwohl Special Granieras hier wieder stark gewesen wäre. Also Dragon Move plus Fire. Problem ist halt dazu mögen. Dazu kriege ich ja halt nicht downgechippt. Da müsste mich auf Status beleihen, aber er hat halt eine Möglichkeit gegen Status, also. Ja. Vielleicht Boom Burst oder so. Das wäre cool. Ja, ansonsten ist das Problem halt das Metagross. Ja, deswegen war halt Rotom da. Rotom hat aber nicht so nice dagegen natürlich performt. Burn hat natürlich aber auch nicht geholfen, weil dann geht er wieder Uxie. Ich glaube, mit Primarena haben wir das schon ganz gut gemacht. Thunder Punch war natürlich eine gute Prep. Konnte man nichts gegen machen. Irgendwas, ja, eigentlich. Tatsächlich nur gegen Primarena. Ah, Tektas, maybe? Ja, ich hab's halt nicht erwartet. EQ war klar, Zen war klar. Der hat halt so einen Bullet Punch vielleicht, wie sowas wie Frostless und dann halt, was haben wir gesehen? Eigentlich Sternhieb oder sowas von der Punch habe ich nicht erwartet, na gut. Dann ist halt so, Primarina hat halt, glaube ich, ein Medium Ash gelebt, das ist halt schade, dass er halt von der Punch hat, das ist dann halt eben so. Aber das hat die Win-Chancen schon komplett reduziert, weil dann war es halt over. Ja, das ist dann halt manchmal so, dann verliert man so einen Fight, was unfortunate ist, weil so ein Game hätte ich auch gern gewonnen.
für sich defensives Jiri vielleicht, aber der macht doch nichts. Ich meine, vielleicht hätte man irgendwie einen Cormine-Jiri oder sowas fahren können, der wäre jetzt ja ziemlich frei gewesen, weil sein Team dann doch recht slow gewesen wäre, aber ich brauchte halt das Spezialdefensiv, weil er Torn so ein Fett war. Ja, ich meine, ich habe mich so ein bisschen in so eine Ecke gebaut. Ich konnte halt auch Cinderace nicht reinbringen, weil er Scarf war. Der Hail hat mich halt schon ein bisschen geforst, Dinge zu spielen, die ich nicht wollte, ne, dass er nicht Hail dabei gehabt. Und das war halt dann, glaube ich, vermutlich auch das Problem. Ja, müssen wir machen. Das ist dann halt eben so gegen Ende. Hat Belly gut gepreppt mit der Heal-Bell und Fast Metagross. Und ja gut, Rotom sowieso ein Shred. Deswegen kann man nichts machen. Das war der Kampf. Wir werden stärker zurückkommen. Bis dann und ciao.